Die Süßkartoffel, die kennt ihr bestimmt schon aus diesen ganzen Videos, wie man sich gesunde Pommes macht oder gesunde Gemüsechips. Aber ich dachte mir so, was kann man eigentlich noch mit dieser Süßkartoffel so alles anstellen, außer jetzt Chips und Pommes. Und da bin ich auf die Idee gekommen, wie sollte es denn auch anders sein, ob man es denn nicht auch fermentieren kann. Und darum geht es in diesem Video, denn ich zeige dir, wie du aus der Süßkartoffel dir ein super leckeres Getränk machen kannst, das auch noch fermentiert ist und somit deine Darmflora, deine Gesundheit stärkt und dir auch die ganzen Vitalstoffe von der Süßkartoffel mit auf den Weg gibt, aber mal in einer etwas anderen Art. Und bevor es losgeht mit dem Rezept für dieses leckere Getränk, wie immer ein paar kleine Nerd-Gesundheitsinfos von mir, weil ich das einfach immer selber total spannend finde und ich lese mich doch immer ganz gerne ein, so Geschichtliches zu einem Lebensmittel und ja, die Herkunft von einer Speise. Und da dachte ich mir so, ja, ich lese mich doch da eh immer ein, also teile ich diese Info auch mit euch. Falls ihr aber gleich zum Rezept vorspulen möchtet, ich habe euch die Zeit ja gleich hier eingeblendet, also könnt ihr einfach meine Infos hier auch überspulen, falls es euch nicht interessieren sollte. Aber die Süßkartoffel, wie der Name ja schon sagt, ist ordentlich süß. Und zwar enthält sie 3-mal so viel Zucker wie die ganz normale deutsche Kartoffel. Deutsche Kartoffel. Also auf jeden Fall, sie ist sehr, sehr süß. Aber ihr müsst euch nicht so Sorgen machen, oh Gott, der ganze Zucker, mein Insulin, also die Kartoffel, die Süßkartoffel ist auch sehr, sehr ballaststoffreich. Somit macht sie dich auch sehr lange satt. Und weil sie ja eben so viele Ballaststoffe hat, wird der Zucker nicht prompt ins Blut entlassen, sondern schon nach und nach. Und somit kommt es nicht zu diesen ganz krassen Blutzuckerspiegel-Eskapaden oder Höhenpunkten, Höhenanstiegen. Mir fehlen heute ein bisschen die deutschen Worte. Also es kommt nicht zu den krassen Blutzuckerspiegelanstiegen, wie wir es jetzt bei einer ganz normalen Cola oder so hätten. Außerdem ist die Süßkartoffel auch sehr fettarm und sehr kaloriearm. Vielleicht ist es auch ein Grund dafür, dass sie so beliebt geworden ist in der ganzen Szene, so in den letzten paar Jahren. Und sie hat auch ein paar ganz, ganz tolle Nährstoffe mit an Bord. Und zwar einmal haben wir das Beta-Carotin, darum auch diese intensive orange Farbe. Das ist eben eine Vorstufe von Vitamin A, die findet sich besonders in pflanzlichen Lebensmitteln und die wird dann im Körper von den meisten Menschen, leider nicht alle können das, aber zum Teil bei den meisten Tropfen umgewandelt werden zu Vitamin A. Und Vitamin A brauchen wir ja für gesunde Haut und Schleimhaut und Knochen und Augen. Und da ein Tipp von mir eben, falls ihr gerne Kartoffel oder Süßkartoffelchips esst, dippt sie doch ruhig in einen Dip, der ein bisschen fettiger ist. Also vielleicht ein bisschen Olivenöl mit dazu, denn eben mit dem Fett wird dann eben dieser Umwandlungsprozess von Beta-Carotin zu Vitamin A in unserem Körper auch wirklich gut ermöglicht. Und ansonsten enthält sie auch noch sehr, sehr viel Kalium, die Süßkartoffel, was auch super ist, denn sehr viele Leute haben leider an diesem wichtigen Elektrolyt heutzutage einen Mangel. Aber Kalium kann nicht in unsere Zellen ohne Magnesium. Es hängt alles miteinander zusammen. Aber da müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn auch die Süßkartoffel enthält genug Magnesium. Also alles in der Natur schon darauf bedacht, dass wir auch die Nährstoffe absorbieren können. Also sie ist auch sehr kalium- und magnesiumreich. Und last but not least, sie enthält auch viel Vitamin E, was ein freier Radikalenfänger ist. Und ja, das wissen wir ja auch, alles was unsere Radikale auffängt im Körper, also damit ein Antioxidant ist, ist immer gut fürs Anti-Aging, für die Schönheit der Haut, für die ewige Jugend. Ja, aber ist vielleicht nicht das Wichtigste auf der Welt, aber schadet auch nicht, wenn man nicht zu viele von den freien Radikalen immer in seinem Körper hat. Also hilft uns aber die Süßkartoffel auch noch. Und ich habe ja vorher gesagt, dass die Süßkartoffel sehr, sehr viel Zucker hat. Und das können wir uns eben total zunutze machen, um ein sehr, sehr tolles fermentiertes Produkt herzustellen, ohne sogar extra Zucker hinzuzufügen. Denn was passiert beim Fermentieren? Immer der Zucker wird abgebaut vom Lebensmittel und in diesem enzymatischen Umwandlungsprozess entsteht dann unser fermentiertes Endprodukt. Und dadurch werden auch sehr, sehr oft die Nährstoffe sogar noch viel besser verfügbar und ja, sogar oftmals, ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr, in welcher Studie das war, dass die Nährstoffe, der Nährstoffgehalt nochmal manchmal verdoppelt oder verdreifacht wird. Nicht bei allen jetzt, aber sehr, sehr oft kommt es dann sogar noch zu einer stärkeren Nährstoffdichte. Und ja, das ist doch immer was Schönes, wenn wir noch ein bisschen Maximale rausholen können aus einem Lebensmittel. Einen Nachteil muss ich aber fairerweise noch erwähnen. Und zwar die Süßkartoffel kommt ja, glaube ich, ursprünglich aus Mittelamerika, aber wird jetzt heutzutage ja vorwiegend in Afrika und in China angebaut. Und naja, das sind ja
nicht unsere Nachbarländer, da sage ich euch nichts Neues. Und somit sind die Transportwege sehr, sehr lange. Aber es wird ja auch heutzutage in Italien, Spanien und Portugal angebaut, die Süßkartoffel. Das heißt, beim Kauf der Süßkartoffel könnt ihr einfach darauf achten, dass sie vielleicht jetzt nicht unbedingt aus China kommt oder Afrika. Genau. Was aber eigentlich eine Idee wäre, ob man nicht mal normale Kartoffeln fermentieren kann. Ich glaube, es geht nicht so gut, weil die nicht so einen hohen Zuckergehalt haben. Aber wie dem auch sei, falls ihr das mal ausprobieren wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob es geklappt hat oder ob ihr da irgendwie eine coole Idee habt. Also mit Süßkartoffeln hat es bei mir geklappt und es hat echt super lecker geschmeckt. Aber das war nur so ein kleiner Einfall, gerade ein spontaner. Wie gesagt, falls ihr mit Kartoffeln mal ausprobieren wollt, das Rezept, lasst es mich gerne wissen. Würde mich echt interessieren. Aber jetzt halt gibt es das Rezept, wie man die Süßkartoffel fermentiert und daraus einen leckeren Drink macht für eure Gesundheit. Für 2 Liter Süßkartoffelquass brauchen wir nur eine einzige Süßkartoffel und selbst von der wird noch genug überbleiben. Aber übrigens natürlich, wie immer, ich sage es nochmal dazu, alle genauen Mengenangaben und auch das Rezept findet ihr auch nochmal verlinkt unten in der Infobox. Also schaut da einfach nochmal vorbei. So, dann werden wir als allererstes diese Süßkartoffel raspeln in kleine Scheiben. In einem Käsehobel mache ich das jetzt einfach. Und die zweite und auch schon letzte Zutat wäre dann der Zucker. Davon brauchen wir noch eine halbe Tasse, also 2 Tassen geriebene Süßkartoffel und eine halbe Tasse Zucker. Da könnt ihr irgendeinen Zucker nehmen. Ich habe jetzt so Vollrohrzucker. Und jetzt geben wir den Zucker gemeinsam mit den geriebenen Süßkartoffeln einfach in einen großen Glasbehälter. Bei mir passen da jetzt auch genau 2 Liter rein und übergießen das mit unserem lauwarmen Wasser und rühren das Ganze etwas um, bis sich der Zucker einfach aufgelöst hat. Danach müssen wir nur noch ein atmungsaktives Tuch drüber legen und die Süßkartoffeln zum Fermentieren so 3 bis 4 Tage bei Raumtemperatur an einem lichtgeschützten Ort am besten stehen lassen. Und nach 3 bis 4 Tagen, ich habe jetzt halt eher auf der kürzeren Seite, also mir waren es jetzt, um genau zu sein, 78 Stunden, ich habe extra die Uhr für euch gestoppt, damit da keine extra Zwischenfragen mehr kommen, also eher auf der 3-Tages-Seite, werden wir den Süßkartoffelquass einfach abseihen, also die ganzen kleinen Teilchen, die ganzen Raspeln raus damit und einfach in Flaschen umfüllen. Die Flaschen jetzt fest verschließen und die Flaschen können Sie jetzt einfach ins Regal stellen, aber bitte noch nicht trinken, denn die müssen jetzt auch nochmal einfach 2 Tage stehen bleiben und dann ist euer Quass ready. Und das Coole ist, dieser Süßkartoffelquass schmeckt wirklich wie Limonade, also wie Sprite, fand ich, aber eben nicht ganz so süß, aber wir haben ja auch weniger Zucker verwendet, also wer es jetzt süßer mag, kann natürlich mehr Zucker reintun, aber braucht man ja nicht. Und es schmeckt wirklich, wirklich lecker. Also ich war selber sehr überrascht, muss ich zugeben, dass das aus einer Kartoffel, dass man da so eine geile Limo machen kann. Genau. Und übrigens, falls ihr euch wundert, was da hinten im Hintergrund steht, das ist nur das Brot, was ich da angesetzt habe. Wie immer, wenn man viele Sachen selber macht, stehen dann irgendwelche Töpfe und Schüsseln rum, wo Zeug fermentiert und Leute zu Besuch kommen, fragen sie, ah, was steht da, was steht da? Naja, also bevor ich ins Quatschen komme, genießt euren Süßkartoffelquass oder eure selbstgemachte fermentierte Süßkartoffellimonade und lasst mich gerne wissen, wie es euch geschmeckt hat. Ja, meine Lieben, jetzt wisst ihr auch schon, wie ihr auch Süßkartoffel fermentieren könnt und euch daraus ein leckeres Getränk machen könnt. Ich hoffe, ihr probiert es unbedingt aus. Lasst mich gerne wissen, wie es geklappt hat. Und falls euch langweilig werden sollte mit der Süßkartoffel, ihr wisst ja, auf diesem Kanal gibt es zu Genüge Getränke, die fermentiert wurden von mir. Ob Ananas, Ingwer, Kurkuma, findet ihr alles in meiner gesunde Rezepte-Playlist und ich werde es euch nochmal in der Infobox und auch in der Infokarte verlinken. Falls ihr ansonsten nochmal euch einlesen wollt rund um das Thema Fermentieren, findet ihr wie immer auch meinen kostenlosen Guide ebenfalls in der Infobox nochmal verlinkt. Einfach meine Tipps, meine Sachen, die ich gelernt habe, wie Fermentieren funktioniert, ohne dass es schief geht, für Dummies erklärt. Und das findet ihr auch nochmal unten in der Infobox, damit ihr da nicht die gleichen Fehler macht oder es euch einfach leichter tut. Denn man muss ja nicht immer alles komplett neu lernen, wenn auch schon Leute gibt, die einem ein bisschen helfen können, weil sie das auch schon den Weg gegangen sind. Genau. Also, ich freue mich von euch zu hören. Habt noch eine wunderschöne Restwoche. Bleibt fit und gesund und bis übernächste Woche Dienstag. Pfiat die!